Ja, Leute, wir sind wieder dabei, Anton zu spielen. Heute mit dabei einmal der Sir Perry. Jo! Habe ich wieder gehofft. Und natürlich der Luca mit dabei. Hallo. Und gleich kommt vielleicht noch der Kevin. Der Kevin hat leichte Startprobleme, aber schauen wir, ob wir das gelöst bekommen. Und wir haben uns schon ein Auto geschnappt. Also wir sind genau da, wo wir uns ausgeloggt haben. Wir haben uns ein Auto geschnappt. Wir haben eine Map gefunden. Hier haben wir die Map. Können wir mal die Insel zeigen? Können wir nicht. Im Auto kann man es nicht. Natürlich nicht. Machen wir dann außerhalb des Autos. Equip. Wir sind jetzt links in Alberto. Ich hoffe, da sind wir mit dem X gekennzeichnet. Und wir haben uns überlegt, wo können wir bauen? Am besten unten an der Farm. Denn, ja, dort können wir ein paar Samen anpflanzen. Und uns hat jemand in den Kommentaren gesagt, wir sollen in der Nähe von einer Insel bauen. Leider wissen wir nicht, welche Insel, denn es gibt 4 Stück. Deswegen hoffen wir erst, ja, hoffen wir einfach, dass links unten die Insel ist. Im Südwesten. Da werden wir jetzt hinfahren. Wir müssen uns beeilen, weil wir haben gemerkt, man verhungert ziemlich schnell. Also wir sind auch, während wir uns gerade wieder vorbereitet haben am Einloggen, bin ich verhungert. Ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Ist das in den Süden? Ich glaube, du fährst in die falsche Richtung. Ich schau mal. Einmal kurz aussteigen. Ha, man kann hier ejecten während dem Fahren. Ne, wir fahren richtig, wir fahren richtig. Das okay. Ist alles super. Und dann wollen wir heute auch schon anfangen zu bauen. Also diesmal haben wir uns auch in der Wikipedia ein bisschen umgeguckt. Luca hat nebenbei noch die Wikipedia auf, wird uns ein bisschen sagen, was wir so an Sachen benötigen zum Zusammenbauen. Wir haben uns auch Werkzeuge geschnappt, wir haben Hammer, wir haben Pickaxes, wir haben eine Kettensäge. Also wir werden einiges bauen können. Und Perry lacht sich die ganze Zeit einen kaputt. Was ist los, Perry? Alles okay, ich freue mich nur, ich hab Spaß. Putz. Bam! Aber jetzt noch Mieterhut. Ey, du hast eine geile Machete. Das mit dem Fenster ist voll komisch gemacht, dass wenn man nach unten guckt, dann wird das mega unscharf. Zick, guck mal nach vorne, ist das wieder scharf. Oha, da steckt der... Oh, hier sind mega viele Zombies. Das hier ist die Farm, wo wir bauen möchten. Schauen wir nochmal an, was wir hier so alles haben. Okay, wir ejecten und machen hier die ganzen Zombies erstmal platt. Ich habe auch gelesen... Oh Gott, die Machete ist echt blöd dafür. Jawohl, immer schön von der Seite. Zack. Also man kann wirklich hier kämpfen, ohne Schaden zu bekommen. Ganz anders, als ich das mache. Hier ist ein Farmer. Hey Farmer, ich möchte mir deine... Oder wir möchten hier deine Scheune nehmen. Die nehmen wir uns auch. Da wird nicht gefragt. Das ist jetzt unsere. Machen wir wie in Daisy. Einfach reingehen. Civilian Bullets haben wir hier. Hier haben wir sogar bunten Spike Trap. Oh, das ist gut, das ist gut. Können wir gleich benutzen. Wie schaut es bei euch mit Essen trinken aus? Ich habe auch noch ganz viel Tomato Seed und Potato Seed. Das ist auf jeden Fall sehr notwendig, wenn wir hier überleben wollen. Und Cabbage Seed. Cabbage war Zucchini oder sowas? Weiß ich gar nicht mehr. Cabbage ist Kopfsalat. Ich habe hier sogar Fertilizer. Careful Packet Cow Poop. Ich glaube, das Corn ist... Seed. Ich glaube, das ist sowas wie Düngermittel. Bloodpack brauchen wir nicht, lass mal fallen. Bloodpack wird überbewertet. Ich würde sagen, wir pflanzen noch als erstes an, aber wo muss man hier einen anpflanzen? Ich glaube, da wo das Auto steht, oder? Einfach auf Gras. Ja, hier ist so Halbgras. Hier ist so. Wir machen einfach mal hier. Ich glaube, das ist ganz gut. Zack. Angepflanzt. Zack, angepflanzt. Ich baue hier einfach alles an. Jetzt zack, angepflanzt. Ich stell mal vor, das ist jetzt falsch, wie wir das anbauen. Und dann haben wir mega verkackt. Ist das Auto noch an? Ne, das Auto ist aus. Ich trinke mal eben. Wir müssen gucken, ob wir irgendwie in der Nähe Wasser haben. Dass wir unsere Wasserflaschen wieder auffüllen können. Haben wir noch Samen? Ich glaube nicht. Hier ist, glaube ich, ein Brunnen. Ah, hier ist sogar ein Brunnen. Ich guck mal wegen dem Düngermittel. Mach man kann hier voll machen beim Brunnen. Ja, das funktioniert sogar. Damit wachsen die schneller. Zack. Ach, damit kann man sofort Fresh Corn. Was? Nur einmal? Ah, was? Potato. Fresh Potato. Geht das nur einmal? Einmal. Oder noch nicht neue Samen oder so? Nee. Vielleicht hätte ich das nur ein bisschen wachsen lassen sollen. Naja, immerhin haben wir ein bisschen zu essen. Guck mal wegen Dunn. Kommen da.
Der Brunnen sieht ziemlich leer aus. Wollen wir uns dann hier in den Scheunen einnisten, oder? Ja, würde ich mal sagen. KJ, Roma auch nicht. Ich will hier direkt die Sachen für die Crates geben. Genau, dann lass uns anfangen mal zu bauen. Lukas, unser Bauofficer, der wird uns alles befehligen. Nach oben oder hier unten bleiben? Wir bleiben hier unten. Ich droppe da mal alles, was ich so zum Bauen habe, ne? Okay. Dann hauen wir hier alles Erstmal würde mal. ich sagen, die Crates sind am wichtigsten, die man jetzt die Perry, kann Kisten ich dir machen dann müssen. die Kettensäge vielleicht geben, dass wir vielleicht noch ein bisschen Holz nebenbei holen Ich können? baue nur eine. Bitte. Ich mache meine Tasche auch leer. Hier Magazine braucht man nicht. Das kann man auch eventuell brauchen. Civilian braucht man nicht. Hammer und sowas habe ich alles da. Bandage können wir einmal benutzen. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Platz, um einige Sachen aufzunehmen. Wo ist denn die Kettensäge? Ah, da. Die liegt da. Oh Alles klar. Gott, haben wir hier viele Sachen. Dann nimm dir mal hier. Warte. Nimm dir hier mal raus. Ja, ich nehme einfach mal Weil alles. zwei Wooden Frames und drei Wooden Cross jeweils. Gucken wir mal. Zwei Wunde Frames. Okay. Craften und dann 2-2 sagst du, ne? Zwei Wooden Frames und drei Wooden Crosses musst du da reinpacken. Und halt noch Craftsman lernen. Ich muss craften. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und zwar kann man Skills vergeben. Wenn man Zombies tötet, bekommt man Experience Points. Und dann haben wir hier so ein ja, Skilling Table, sage ich mal. Da kann man lernen: Immunity, Craftsman, Outdoors, das glaube ich Mining und Shopping, genau. Warrior, dass man mehr oder weniger Schaden macht. Marksman für die Snipers unter uns, dass man länger laufen kann oder Survival. So, und wir wären da. Wären wir, oh Gott, ich habe aus Versehen schon geskillt. Craftsman müssen wir einmal machen, ne? Haben wir gemacht, wir sind Level 1. War noch einmal Survival, genau. Im Sound ein bisschen leiser machen, weil es mega laut ist. So, und jetzt habe ich die Sachen. Jetzt müsste ich, ihr habt eben gesehen, ich konnte eben nichts craften. Und wenn ich das jetzt mache, dann zack, kann man auf einmal craten. Jetzt haben wir eine Wooden Crate gecraftet. Mach am besten so viele du kannst. Echt? Ja. Wirklich? So viele ich kann? Haben wir gemacht. Wir haben 3 Stück. Ja, jetzt, weil die haben nur vier Platz pro. Ach so, okay. Wenn wir dann hier hinpacken. Wo packen wir den hin? Ich würde Hier in die sagen, Ecke oder so. wir müssen aufpassen, weil die Zombies machen die auch kaputt. Ich habe die jetzt hier hingepackt. Immer schön mit einem Abstand. Kann nicht mehr laufen. Du kannst nicht mehr laufen. Also Also, schnell laufen. ja, du Bin hast ich schlecht? rechts hast du Ah, ich den habe mich. Blitz, der muss aufladen. Ja, nee, ich habe mich aus Versehen. Hingehockt. Ja. Okay. Ich doch mal wieder alles. Perry. Ich bin noch Wooden Shields, mit denen könnten wir irgendwie Fenster zumachen oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Wie machen wir die? Die liegen hier schon, die findet man Ach auch so, unter okay. anderem. Wir drehen mal die Zombies in der Nähe. Okay, ich drop hier erstmal. Lass einmal so einzelne Drop-Haufen machen, nicht, dass alles auf einem ist. Dann ist es angenehmer zu looten. Gott, wir haben 19 Mal diese Bäume, das ist sau gut, die können wir gleich auseinanderarbeiten und dann können wir einiges bauen. So, immer mit Tabulator ins Menü gehen. Wooden Shield haben wir 2 Stück. Wie funktioniert da? Oh, da sind aber kleine. Ah, doch, das geht. Dann machen wir. Meinst du, eine reicht? Ja, ne? Dann können wir noch ein bisschen Ja. vorbeigucken. Gucken mal so. Das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus. Da kann man auch an der Seite vorbeischießen, die Nachbarn begrüßen. Können auch Night Vision an. Ne, hier. Wir haben eine Lampe. Wir haben kein Night Vision. Wir haben eine Lampe. Können wir anmachen. Hier oben haben Können wir wir so uns eine auch kleine Türen bauen? Sniper-Position. Türen können wir auch noch bauen. Ja, dafür brauchen wir einen Wooden Frame. Haben wir bestimmt noch irgendwo. Moment, haben Wenn wir nicht, können hier. wir uns aus Lockbech machen. Hab Und du ich. musst hier die Bolts nehmen, die hier liegen. Ohne Frame und die Bolts. Wie viele? Eins. Jeweils eins nur. Okay, dann testen wir das mal. Gehen wir wieder auf Crafting. Die Bolts dahin. Wooden Craft, ne? Da haben wir. Wooden Frame heißt es.
Wunder, okay, Craft. Wir brauchen sogar zwei Wooden Doors hierfür. Eine wird ein bisschen zu wenig. Wir testen das mal. Moment, so muss ich die dann hinbauen, ne? Genau. Setze am besten ganz rechts anstatt in die Mitte, genau. Ja, okay, also das noch wird... eine. Also ich weiß nicht, ob die Zombies... ich denke, die werden da vorbeigehen. Da bauen wir lieber noch eine. Da ist wirklich... Hier liegt nochmal ein Gold drin. Ah, ich hab den fast... an. Ja, ich hab den, ich hab den. Sehr schön, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Also wir werden hier das übelste Haus machen. Wir pimpen diese Scheune. Das wird die Pimpomat, das wird die Geilomat 3000 Scheune. Die Leute werden nachher fragen, ey, habt ihr die eine Scheune gesehen? Mach mal so. Zack. Was seid ihr schon wieder am Veranstalten? Das ist schon mega schlecht. Warte, ich wette, man hätte die Tür auch drehen können, ne? Aber die Zombies machen die Sachen auch kaputt. Also, ihr wisst ja, ich habe letzte Folge in der letzten Folge einen Schlafsack platziert. Den haben die Zombies kaputt gemacht. Die Schlawiner. Der liebe Kevin hat übrigens gerade gesagt, wie man an Samen kommt. Wie denn? Man muss das Zeug ins Crafting-Menü legen, also Obst oder Gemüse, und dann kriegt man zwei Samen. Ey, das ist genial. Das ist genial. Dankeschön an Kevin, da werden wir jetzt mal richtig, richtig übertrieben viele Samen machen. Ich schmeiß hier wieder Holz hin. So, okay. Aber dann schmeiß ich auch das Holz. Dann kann der Luke das vielleicht schon ein bisschen weiter verarbeiten, weil beim Holz ist es ja so, das muss mehrfach... Boah, guck mal, ich will da auf einmal auf. Warte, ich schmeiß auch noch ein bisschen dazu. Oder? Habe ich noch was? Ich hab noch was hier. Mach mal den. Ah ja, du hast doch eben Bloodbag-Mucker, ne? Genau, oben. Ja, muss ich mir das selber geben oder muss das wer anders geben? Ich glaube, wir können es dir geben. Ich weiß nicht, wie das mit der Blutgruppe ist, weil sonst habe ich noch Bandagen, die kannst du dir geben. Wollen wir einfach hier reinbauen oder dann später auch was Vernünftiges bauen mit Wooden Foundations und so? Nee, lass später was Richtiges bauen. Also das ist erstmal so die Vorsorge. Moment, Fresh Corn. Habt ihr genug Essen, Trinken? Nee, ich hab, aber bin erst bei 65%. Ja, das ist schon ziemlich viel, weil dann sollten wir uns gleich losmachen, ein bisschen suchen. Ich pflanze hier noch ein paar Sachen an. Machen wir hier noch so. Zack und zack. Ich hoffe nicht, dass die Zombies das auch noch kaputt machen. Das wäre schlimm. Ich hab mir das Bloodbag jetzt eben selber gegeben. Okay, Kevin hat mir gesagt, ich muss es selber geben. Kann. Stimmt, das muss man selber geben. Das haben wir nicht letztes Mal auch gemacht. Da wollte der Luca mir eins geben und dann irgendwie hat das nicht so hingehauen. Ich gebe mir auch mal so eine Bandage. Nom, 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 nom. Okay, ich habe auch nichts mehr zu trinken. Dann würde ich sagen, haben wir noch was zum Einlagern? Die ganzen Sachen hier. Ich will die echt ungern da liegen lassen. Lass die schnell in die Kisten verteilen. Ich muss das ganze Holz verarbeiten und alles. Einen Moment noch. Okay. So, man. Wie sich das anhört, das Graft. Ich helfe dir einfach mal. Zu was verarbeitest du das denn? Erstmal die ganzen Wooden Boards, Wooden Supports machen. Also erstmal die Logs, Wooden, ne? Ja. Die Logs, die machst du dann Boards. Zu Boards. Und dann? Dann machst du die wiederum zu Wooden Plates und ich weiß gar nicht, dann kannst du die wieder zu Wooden Frames machen, allerdings würde ich das noch nicht machen. Ja, wir machen erstmal die Boards zu Plates. Wooden Plates, so, das haben wir schon mal. Die packe ich jetzt hier wieder in die Kisten. Ich packe schon welche in die ganz rechte. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein, ciao!